Gut, Herr Zinsser, Geschäftsführer des Unternehmens TCZ, wofür stehen denn diese drei Buchstaben? TCZ steht für Team Christian Zinsser. Das Team ist mir auch sehr wichtig, weil es letztendlich dafür steht, dass man die, sag mal, Herausforderungen in puncto Digitalisierung gemeinsam bewältigt. Wie kam es denn zur Gründung von TCZ? Ja, erzähle ich gerne. Also ich habe 15 Jahre lang, sagen wir, das IT-Unternehmen Paneticat mit aufgebaut und war dort als Geschäftsführer auch für sämtliche operativen Abteilungen zuständig, die ich auch größtenteils selbst gegründet habe, also Kundenservice, Vertrieb, Marketing, International Operations und natürlich die Palette Academy. Und es ist mir einmal in den letzten Jahren aufgefallen, dass am Markt eine Schere auseinandergeht. Auf der einen Seite stehen IT-Unternehmen wie Palette und auf der anderen Seite das Handwerk und die Handelsbetriebe. Es gibt ja zunehmend Berater und Coaches, die sich mit der Digitalisierung gerade von Handwerksunternehmen beschäftigen. Was machen Sie denn jetzt anders als andere? Also das Wichtigste ist vielleicht, dass ich das Team Christian Zinsser nicht als Unternehmensberatung sehe. Ja, ich beschäftige auch keine Unternehmensberater, weil Beratung hat für mich immer so ein bisschen den Ansatz von, man geht in ein Unternehmen und erklärt, wie man die Dinge tun sollte, schafft vielleicht auch noch den einen oder anderen Ansatz und geht dann wieder raus. Und das Team Christian Zinsser soll der digitale Mitarbeiter sein. Mehr zum digitalen Mitarbeiter und dessen Tätigkeiten erfahren Sie in unserer Juli-Ausgabe. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.